Ich bin Manuela Starkmann, ich bin Guide und ich führe Menschen zu Klarheit. Und die war mir für mich und mein Leben vor einigen Jahren wichtig zu erhalten und die geistige Welt hat mir da etwas ganz Wundervolles gegeben, wie ich wieder zurück zu meiner eigenen Klarheit komme. Da ich Guide bin, bin ich diesen Weg erstmal selbst gegangen, habe ihn erkundet, habe ausprobiert, was funktioniert, wie geht es noch besser, um ihn dann im Guiding, entweder wenn Einzelpersonen zu mir kommen oder bei den Events, oder, erzähle ich gleich, in anderen Möglichkeiten, noch den Menschen zu zeigen. Für mich war entscheidend, es kommen so oft Kunden, die sagen, Manuela, Klarheit hat mich total angesprochen, aber ich habe keine und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass ich noch nie eine hatte. Ich glaube, es ist hoffnungslos. Nee, ist es nicht. Ist es echt nicht. Das ist so, wie wenn man die Tassen im Bad sucht. Die Tassen sind nicht im Bad. Und wir haben halt nicht gelernt, wo wir nicht nur suchen, sondern auch finden sollen, wo wirklich unsere ureigene Klarheit ist. Und ich kann dir jetzt schon verraten, wenn man die erstmal gefunden hat, wird das Leben unendlich schöner und leichter. Glaubenssätze wie, das Leben ist schwer, das Leben ist hart, du musst dich mehr bemühen, du musst dich mehr anstrengen, Mühe, Strenge, schwer. Das sind Glaubenssätze, die einen sehr klein halten und die einen auch dann glauben lassen. Klarheit, Leichtigkeit, Liebe, Glück, Gesundheit, Erfolg, das ist nur mit Anstrengung zu erreichen. Und wenn man es nicht erreicht, hat man irgendwas falsch gemacht. So fühlen sich ganz viele Menschen, die zu mir kommen, oft eben sogar mit Burnout, weil sie so viel sich angestrengt und bemüht haben, dass sie irgendwann erschöpft und leer und müde waren. Ich bedauere das sehr, auch weil ich glaube, dass es grundsätzlich unnötig ist. Ich glaube zwar auch zur Beruhigung daran, dass der Mensch sich bestimmte Sachen als Lernerfahrung im Leben auswählt. Und gleichzeitig denke ich mir, kann er sich ja auch auswählen, bevor es ihm schlecht geht, bevor er voller Zweifel und Ängste und Unsicherheit ist, dass er dann was findet, was ihn zurück zu seiner Klarheit führt. Dieses wundervolle Geschenk von der geistigen Welt, von dem ich dir erzähle, das, wie gesagt, erstmal ich bekommen habe zum Ausprobieren und als Guide erkunden, kann ich als Meditation führen und das habe ich erstmal mit Einzelpersonen gemacht. Dann vor ein paar Jahren habe ich es auch als sowohl CD als auch Download veröffentlicht. Ist ja nicht jeder bei mir oder im Guiding bei mir. Ich bin zwar seit 1999 schon selbstständig, mache aber erst seit 2015 meine öffentlichen Events. Und ich habe drei Themen, die sind sowohl unterschiedlich, als auch, dass sie zusammengehören. Und bei Lebenssinn gibt es genau diese Meditation. Weil einfach der Mensch zum Sinn seines Lebens viel leichter und schneller kommt, wenn er dieses, ich nenne es jetzt mal immer noch Modell, wenn er dieses Modell kennt. Und auch da erlebe ich in einer Gruppe von Menschen, und das Konzept von meinem Event ist zweitägig, und zwar anders als bei anderen, nämlich ein Tag, da auch die Meditation kennenlernen, Erlebenserfahrungszeit, zweiter Tag, Vertiefung und natürlich auch neue Themen. Das ist ein anderer Schnack, der ist auch einfach anders begleitet. Da erzählen mir Gruppen von Menschen, wie ihnen die Meditation dient. Neben dem, dass 2015 die Events für mich eine neue Situation waren, hat die geistige Welt gesagt, ich soll 2016 drei Bücher schreiben.
Und ich wusste damals noch nicht, worum es gehen wird, sondern ich setze mich dann tatsächlich hin und es geht los und dann ist das Thema mehr oder weniger klar. Und das zweite Buch ging genau um dieses Modell, um diese Meditation, um den Weg wieder in die eigene Klarheit zu finden. Ich habe erst überhaupt nicht gewusst, wie ich, wenn ich nicht mit Menschen rede, Einzelpersonen oder einer Gruppe, wie ich das machen soll, damit, wenn du das Buch liest und ich bin nicht dabei und wir können uns noch nicht gleich darüber austauschen, wie das so ist, dass es für dich gleich klar und rund und liebevoll und auch handlungsorientiert und lösungsfähig ist. Es ist ja immer auch wichtig, was kann man daraus machen? Wie geht man dann damit um, dass es einem dient? Und dann habe ich einen wundervollen Impuls bekommen, wie ich schreiben darf. Und jetzt ist die Meditation, neben dem, dass ich sie spreche, auch als Buch da. Und es ist ein schönes Gefühl. Ich habe es jetzt auch vom Verlag geschickt bekommen. So sieht das aus. Mein zweites Buch in diesem Jahr. Das dritte ist schon fertig. Das erscheint noch bis diesem Jahresende. Weil ich erfülle einfach Wünsche sehr gerne. Und wenn die geistige Welt sich was wünscht, auch sehr gerne. Dieses Buch heißt Erkenne deine inneren Ratgeber und finde zurück zu deiner Klarheit. Ein weltlicher und spiritueller Dokumentarroman, Teil 1 ist das, mit einer klaren Anleitung zum Glücklichsein, Teil 2. Also dieses Buch ist ein Tick aufgeteilt, erklärt sowohl im ersten Teil, wie wir Menschen so geworden sind, wie wir heute sind und natürlich auch den Weg zurück. Und der zweite Teil führt genau diesen Weg. Die Menschen, die es gelesen haben, also ich habe auch auf der Buchrückseite schon Feedbacks abdrucken dürfen und es kommen jetzt schon ganz viele rein. Eins ist davon, der erste Satz, das Buch ist wundervoll. Es soll dein Leben wundervoll machen und ich freue mich sehr, wenn ich dich damit erreichen kann und wenn du merkst, dein Leben ist viel besser und wenn ich dir helfen durfte, es noch besser zu verstehen, viel leichter auch so zu verändern, dass du wieder in der Fülle bist, glücklich und in Klarheit. Ich freue mich, wenn dir dieses Buch dient und wenn dir meine Impulse gefallen. Wir sehen uns wieder und bis dahin, lebe deine Klarheit.